Ich hoffe, ich stehe morgen nicht krank auf. 40 Minuten, besser für euch. Es ist 3.50 Uhr in der Nacht. Die meisten Bewohner der texanischen Stadt Midlothian schlafen noch tief und fest. Aber nicht alle. Die örtliche Kirche ruht scheinbar unbelebt im Dunkeln. Doch in dieser Nacht zeichnen die Überwachungskameras der Innenräume Szenen auf, die Texas niemals vergessen wird. Um kurz vor 4 Uhr... Nein, ich kann das nicht, Bruder, ich schwöre. Ah, ich krieg Angst. Oh mein Gott. Morgens dringt eine Person in die Kirche ein, gekleidet in einer SWAT-Ausrüstung, mit Sturmhaube und Helm. In ihrer Hand hält sie einen Hammer. Langsam und bedächtig durchstreift sie die Gänge der Kirche, als suche sie nach etwas oder jemandem Bestimmten. Die Überwachungskameras scheinen die Person nicht zu interessieren. Sie wirkt bemerkenswert ruhig und gelassen, während sie sich durch die heiligen Hallen bewegt und neugierige Blicke schweifen lässt. Ab und zu zerschlägt die Person mit dem Hammer ein Fenster. Was anfangs fast wie ein gewöhnlicher Einbruch wirken mag, wandelt sich bald in einen tragischen Mordfall. Denn nur wenige Minuten später, nachdem der oder die Unbekannte so entspannt durch die Kirche geschritten ist, ermordet er die dreifache Mutter Missy Beavers. Die Fitnesstrainerin hatte gegen die brutalen Angriffe ihres Mörders keine Chance. Zurückbleiben quälende Fragen. Wer ist dieser oder diese mysteriöse Unbekannte? Und was war sein oder ihr Motiv? Digga, warum macht das süchtig, ja? Warum macht das so süchtig? Ich check's nicht. Ich schwöre, Digga, wir haben selber Angst und trotzdem ist man süchtig. Ich versteh's nicht. Wie ihr mittlerweile wisst, brauche ich zum Einschlafen immer etwas auf unsere Strickland, die von allen. Terry Lynn Strickland, die von allen nur Missy genannt wird, kommt am 9. August 1970 auf die Welt. Sie wächst in Graham, Texas auf und arbeitet dort 1997 in einer Filiale der Kaufhauskette Beals. Missy freundet sich dort mit ihrer Kollegin Marsha Tucker und lernt bald darauf ihren Sohn Brandon Beavers kennen. Brandon und Missy verlieben sich ineinander und kommen nur wenige Zeit später zusammen. 1998 heiraten die beiden und Missy nimmt Brandons Nachnamen an. Gemeinsam bekommen sie in den nächsten Jahren drei Töchter. Ist das schlimm, Alter. Och, Digga, es ist so geisteskrank, shit. Es ist so crazy, ich schwöre, es ist crazy. Ich warte, alles gut, Herr Babys. Es ist so crazy, shit. Ich sag euch ganz ehrlich, es ist wirklich crazy. Was manche Menschen... Digga, ich sag es jedes Mal, die zerstören einfach. Ach, egal, bringt nichts. Ist fertig die Werbung? Fertig, Habibis? Fertig? Okay. Die Familie holt. Euch, Jungs, ich sage euch nochmal. Ihr braucht euch nicht bedanken, wenn ich warte bei einer Werbung, ich schwöre. Versteht es endlich mal. Ich möchte auch langsam nicht mehr, dass ihr immer sagt, danke fürs Warten. Für mich ist das normal. Das muss ich euch zurückgeben. Ist so. Er holt sich einen Hund und baut sich ein Leben in der texanischen Gemeinde Red Oak auf. Missys großes Hobby ist Sport. Nachdem ihre jüngste Tochter in die Schule gekommen ist, beschließt sie ihr Hobby zum Beruf zu machen und lässt sich zur Fitnesstrainerin ausbilden. Von da an leitet sie Sportkurse in der Midlothian Creekside Church of Christ, einer Kirche, die 30 Minuten von ihrem Zuhause entfernt liegt. Neben ihrer sportlichen Leidenschaft ist Missy aber auch dafür bekannt, sehr beliebt und ein... Janis, danke für den Prime. Leistenbruch, danke für 3 im Voraus. Vielen, 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 vielen Dank. Und der Kölner, 1978, Kuss, Liebe geht raus, Chat. Vielen, vielen Dank für euren Support, danke für eure Liebe. Sehr, sehr geiler Stream heute. Ich glaube, wir sind jetzt schon 8 Stunden am Stream. Und Ole nochmal mit 5 verschenkte... Wie soll ich mich bedanken? Ich weiß nicht, wie ich mich noch bedanken soll. Ich kann nur Danke sagen. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich schwöre. Ole, vielen, vielen Dank. Dankeschön, Jungs. Vielen, vielen Dank. Janis, danke dir, Brudi.
ein äußerst geschätztes Mitglied der Gemeinde zu sein. Sie gilt als offen, herzlich und immer gut gelaunt. Das spiegelt sich auch auf ihren Social-Media-Profilen wider. Besonders auf Facebook ist Missy sehr aktiv. Sie postet jeden Tag zahlreiche Bilder und Videos und hat mehrere tausend Freunde. Obwohl sie viele von ihnen gar nicht im echten... Müde, vielen Dank für drei im Voraus. Vielen, vielen Dank, Jungs. Ich danke euch. Vielen, vielen Dank. Kuss. Liebe. ...Leben kennt, scheint es sie nicht zu stören, dass all diese Leute fast immer wissen, was sie gerade tut und wo sie ist. Im Jahr 2016 ist Missy 45 Jahre alt. Oder eine ganz normale Frau, die eine Familie gegründet hat, die Kinder hat, die ihr Ding nachgeht und dann kommt einer und es ist, was soll ich sagen, ja. Gibt immer noch wöchentlich ihre Fitnesskurse in der örtlichen Kirche. Den Kurs vom 18. April kündigt sie noch am Vorabend auf Facebook an und schreibt: If it's raining, we're still training. Das schreibt sie, weil es am nächsten Morgen regnen soll. Missy telefoniert noch kurz mit Brandon und legt sich anschließend früh schlafen. Ja, das stimmt, Levin. Wir wissen immer nie, was hinter einem Menschen abgeht. Hast du recht. Nein, Schnursengel. Also, nein, nein. So big oder so groß, in Anführungsstrichen, bin ich ja jetzt nicht, dass ich irgendwie... Nee. Wenn ich irgendwo bin, wo ich irgendwas drehe oder sowas, dann, oder auch für jemanden was drehe, dann habe ich immer so ein bisschen, nicht Panik, aber dann würde ich halt für ihn nicht, dass irgendwie, ja, wie soll ich sagen, so, dass ich für ihn das nicht verkacke, so, weißt du, was ich meine? Ja, so denke ich halt. Aber sonst, ach. Um noch genug Zeit zu haben, um den Kurs vorzubereiten, muss Missy bereits um kurz nach 3:30 das Haus verlassen. Missy Beavers wird niemals wieder nach Hause kommen. Krass. Denn innerhalb der nächsten 24 Stunden wird sie sterben. Bei mir ist es immer mal so, mal so. Manchmal erkennen mich voll viele so, sage ich ehrlich. Also wirklich so, da werde ich auch oft erkannt und sowas. Aber manchmal ist es auch okay. Es ist sehr, sehr, sehr oft, dass Leute so mich angucken und so wissen, wer ich bin und dann so nicht trauen, mich anzusprechen oder sowas. Oder? Dann so ihre, zu ihren Freunden sagen, ey, ist das eine Spiele und so? Ja. Aber mich kann man immer, also falls er mich ansprechen möchte, immer. Stark. Die Ereignisse in der Nacht auf den 18. April beginnen weit vor Missys Eintreffen bei der Kirche. Schon um 2 Uhr morgens gibt es eine Auffälligkeit. Die Middle Lothians Creekside Church of Christ liegt abgelegen direkt an dem Highway 287. Etwa 3 Minuten entfernt. Digga, irgendwie habe ich das Gefühl, immer diese Gegenden, wo sowas passiert, voll sass so, Digga. Immer mit Wald verbunden, immer irgendwie ein See oder sowas. Ehrlich, Doran, sag doch, oder? Ebenfalls direkt am Highway befindet sich SWFA Outdoors, ein Laden, der Jagd- und Camping-Equipment verkauft. Um 2 Uhr morgens wird auf den Überwachungskameras festgehalten, wie ein silberner Nissan Altima auf den Parkplatz fährt. Auffällig ist, dass der Fahrer bei seiner Einfahrt den Scheinwerfer ausschaltet. Boah. Langsam fährt er den gesamten Parkplatz ab, während die Überwachungskameras seine Bewegungen aufzeichnen. Mehrmals hält er kurz an und dann wenige Sekunden... Bruder, auch noch Regen, so richtig. Dings da, ja. Mert, ich danke dir, mein Bruder. Tschüss, derem. John und Benem. Dankeschön für 5, mein Bruder. ...und später weiterzufahren. An einer Stelle schaltet der Fahrer seine Scheinwerfer kurz ein und anschließend wieder aus. Digga, ich frage mich, von wo kriegt er diese ganzen Bildmaterialien? Ich check das nicht. Fast so, als ob er jemandem ein Signal oder eine Lichthupe geben möchte. Jedoch zeigt das Videomaterial niemanden, auf den dieses Signal abgezielt haben könnte. Nach einer weiteren Runde über den Parkplatz hält der Fahrer schließlich unter einer Laterne. Nach ein paar Minuten schaltet er die Scheinwerfer ein, startet den Motor und fährt zurück zur Auffahrt, um wieder auf den Highway zu gelangen. Achso, er guckt bei anderen YouTube, bei anderen YouTubern und nimmt sich von da raus, oder was?
Levin, danke schön für den Sub, mein Bruder. Ob und inwieweit dieses Ereignis mit den weiteren Vorfällen der Nacht zusammenhängt, werden wir später genauer untersuchen. Danke, Levin, Brudi. Fast 2 Stunden lang bleibt die Gegend um die Midlothian's Creekside Church of Christ nun ruhig. Doch um 3.50 Uhr ändert sich das abrupt. Die Kirche ist videoüberwacht, wodurch die Ereignisse der nächsten Stunde gut rekonstruiert werden. Digga, das ist halt so respektlos. In einer Kirche, das ist ja wirklich, also... werden kann. Allerdings sind die öffentlich zugänglichen Aufnahmen nicht vollständig und teilweise nicht chronologisch geordnet. Um 3.50 Uhr zeichnet eine der Kameras auf, wie sich eine unbekannte Person Zugang zur Kirche verschafft. Die Polizei nimmt an, dass die Person durch die Kirchentür, die nach außen führt, in das Kircheninnere gelangt ist, da das Glasfenster der Tür zertrümmert wurde. Digga, er sieht doch aus wie ein Wesh, ich schwöre. Wie jemand, den man schwer so aufhalten kann. Auch alle Küchenfenster wurden von dem Unbekannten zerschlagen. Doch da diese so hoch gelegen sind, ist es unwahrscheinlich, dass der Sohn in die Kirche gelangt ist. Die unbekannte Person ist komplett in einer schwarzen SWAT-Ausrüstung gekleidet und trägt eine Sturmhaube sowie einen Helm mit einer Lampe, die das Gesicht vollständig verbergt. Dadurch ist es kaum möglich zu sagen, ob es sich bei der Person um einen Mann oder eine Frau handelt. Die Aufnahme um 3.50 Uhr zeigt den Unbekannten auf dem Flur vor der Küche. Wie lange er sich zuvor bereits in der Küche oder in der angrenzenden Cafeteria aufgehalten hat, ist unklar. Boah, ich kann euch gar nicht sagen, ob es eine Frau oder ein Mann ist, ich sag euch ehrlich. Da diese Räume nicht videoüberwacht sind. Es wäre also theoretisch möglich, dass der Unbekannte bereits ein... Boah, das sieht aber gerade sehr wie eine Frau aus. Dieser Gang sah sehr wie eine Frau aus. Guckt mal jetzt. Ja, guckt mal jetzt diesen Gang an. Das sah sehr wie eine Frau aus. 100%, also es sah sehr, sehr... Oh, sorry. Es wäre also theoretisch möglich, dass der Unbekannte bereits einen längeren Zeit... Das ist eine Frau. Chat, ich glaube, das ist eine Frau. Ich sag's euch so, wie es ist. Ich glaube, das ist eine Frau. Guck dir mal bitte an ihrer Gangart, Chat. ...in Cafeteria aufgehalten hat, ist unklar, da diese Räume nicht videoüberwacht sind. Es wäre also theoretisch möglich, dass der Unbekannte bereits einen längeren Zeitraum... Bruder, das sieht sehr, sehr, sehr wie eine Frau aus. Da, so läuft doch keiner, oder? ...raum in der Kirche verbracht hat, bevor ihn eine der Kameras das erste Mal aufzeichnet. Man kann sehen, dass der Unbekannte einen Hammer bei sich trägt. Er bewegt sich langsam und beinahe gelassen durch die Gänge der Kirche. Besonders auffällig ist dabei sein markanter und schwerfällig wirkender Gang. Auf den ersten Aufnahmen ist die Person dabei zu sehen, wie sie durch die Kirchengänge geht und versucht, mehrere Türen zu öffnen. Sie versucht, eine verschlossene Tür mit dem Hammer zu öffnen, doch es gelingt ihr nicht. Eilig scheint es der Unbekannte nicht zu haben, und auch die sichtbar angebrachten Überwachungskameras beunruhigen ihn nicht. Er scheint kein direktes Ziel zu haben. Seine Identität und sein Motiv bleiben zunächst unbekannt. Doch zumindest das Motiv wird wenige Minuten später klar, als Missy Beavers um 4.18 Uhr die Kirche betritt. Ursprünglich sollte ihr Fitnesskurs an diesem Morgen im Freien stattfinden, doch der starke Regen zwingt sie dazu, den Kurs spontan nach drinnen zu verlegen. Die 40 Minuten bis zum Kursbeginn möchte sie nutzen, um alles vorzubereiten. Es gibt zwar Aufnahmen, die zeigen, wie Missy die Kirche betritt, ihre Trainingsutensilien reinbringt und wie sie auf den Unbekannten trifft, doch keine dieser Aufnahmen wurde je veröffentlicht. Hä? Hallo? Mann, hör auf da, meine... Ich mag das nicht. Ja, du gehst an meine Tür ran, hör auf damit. Okay. Das nächste der Öffentlichkeit bekannte Ereignis ist, dass um 5.06 Uhr Missys Schüler die Kirche betreten. Ein Schüler ist bereits früher vor Ort gewesen, doch es ist sein erstes Mal, dass er bei einem von Missys Kursen teilnimmt. Oh mein Gott, Digga, was muss das aber auch für einen Kursteilnehmer sein, Chat? Was muss das für ein Kursteilnehmer mit dir machen?
weswegen er nicht weiß, dass man einen Knopf drücken muss, um die Eingangstür der Kirche zu öffnen. Deswegen hat er draußen auf die anderen gewartet und zusammen betreten sie schließlich um 5.06 Uhr die Kirche. Im Inneren finden sie die schwer verletzte Missy. Sie liegt in einer großen Blutlache, aber noch am Leben. Missy ist nicht ansprechbar. Sie hat Verletzungen am Brustkorb und an ihrem Kopf. Um sie herum liegen Glasscherben und auch eine der Tatwaffen hat Missys Angreifer zurückgelassen. Aber dazu gleich mehr. Sofort alarmieren Missys Schüler die... Ihr Mann hat Affäre mit Missy. Boah. Polizei. Doch trotz des raschen Eintreffens der Rettungskräfte erliegt Missy nur wenige Minuten später ihren schwerwiegenden Verletzungen. Leider ist sie zu keinem Zeitpunkt ansprechbar gewesen und konnte somit keine Informationen zu ihrem Angreifer geben. Ja, Bruder, man mag es immer so zu spekulieren und so, Lukiko, weißt du? Missy wird obduziert. Das Ergebnis ist, dass sie durch eine Kopfverletzung und mehrere Verletzungen im Brustbereich getötet wurde. Über die Tatwaffe wurden keine Aussagen getroffen. Aleikum salam, Florent. Bekannt ist nur, dass der Täter die Waffe mitgebracht haben muss und sie vor Ort zurückgelassen hat. In einigen Quellen wird angenommen, dass der Täter mit dem Hammer auf Missy eingeschlagen hat. Doch offiziell bestätigt ist diese Theorie nicht. Wahrscheinlicher ist, dass Missy erschossen wurde. Die YouTuberin Nikki Mick zeigt in einem Video, wie sie die Ergebnisse im Fall Missy Beavers auf MurderData.com einsehen kann. Dort ist festgehalten, dass die Tatwaffe eine Pistole oder ein Revolver ist und dass man diese neben Missys Leiche gefunden hat. In einem Polizeibericht auf der Seite ist außerdem zu lesen, dass mit einer sogenannten Penny Rawley gesprochen wurde und dass sie Durchsuchungen und Untersuchungen bei Walmart in Lancaster, Red Oak und Waxahachie eingeleitet hat, bei denen sie nach verdächtigen Verkäufen von Munition oder Waffen in den frühen Morgenstunden des 18. April gesucht hat. Das beides lässt eigentlich nur wenig Zweifel daran, dass Missy Beavers erschossen wurde. Die Polizei sichert Überwachungsaufnahmen und kann dadurch schnell den Unbekannten in SWAT-Ausrüstung als Täter identifizieren. Seine Identität und sein Motiv wiederum bleiben auch durch die gesamten Überwachungsaufnahmen unklar. Obwohl man an der Stelle, an der er eingebrochen ist, Markierungen an der Wand gefunden hat, die oft von Verbrechern verwendet werden, um Häuser zu markieren, deutet sonst nichts auf einen Einbruch mit einem Diebstahl als Motiv hin. Es wurde nichts aus der Kirche entwendet und auch Missys Handtasche und ihr iPad hat der Täter zurückgelassen. Doch wenn der Unbekannte von Beginn an die Absicht gehabt haben soll, Missy zu ermorden, was könnte sein Motiv gewesen sein? Die Polizei hält viele Motive für möglich und setzt darauf, den Täter mithilfe der Öffentlichkeit identifizieren zu können. Bereits nach der ersten Pressekonferenz werden Teile der Überwachungsaufnahmen veröffentlicht. Es wird auch erwähnt, dass es noch weitere Aufnahmen gibt, auf denen auch Missy zu sehen ist, doch dass diese aus Gründen des Opferschutzes nicht veröffentlicht werden. Die Polizei gibt auch keine Informationen darüber preis, wann und wo genau Missy auf den Unbekannten traf und in welchem Raum der Kirche sie angegriffen wurde. Die Ermittler hoffen darauf, dass jemand den Täter anhand der veröffentlichten Aufnahmen erkennt. Besonders sein auffällig schwerfälliger Gang und sein nach außen stehender rechter Fuß, der auf eine Fehlstellung hin... Ich finde, das sieht voll wie eine Frau aus. Der Gang so. ...weisen könnte, sind markant... Meiner Meinung, oder? Was sagt ihr? ...Merkmale, die möglicherweise jemandem im Gedächtnis geblieben sind, der dem Unbekannten schon einmal begegnet ist. Als die Aufnahmen veröffentlicht werden, breitet sich Panik in Red Oak aus. Noch nie zuvor ist in dieser ansonsten friedlichen Gemeinde etwas so Grausames passiert. Die Videos verbreiten sich rasend schnell im Internet und die Menschen fangen an, über den Täter und sein Motiv zu spekulieren. Stimmt, Schuhgröße habe ich gar nicht auf dem Schirm gehabt, ich bin ehrlich. Die Polizei geht davon aus, dass der Täter zwischen 1,60 und 1,73 groß ist. Bei der ersten Pressekonferenz sprachen sie von einem männlichen Täter. Später korrigieren sie, dass es sich sowohl um eine männliche als auch um eine weibliche Person handeln könnte. Obwohl das Internet schnell einen kleineren Mann als Täter vermutet, weist die Polizei darauf hin, bestimmte Teile des Füllmaterials der verdächtigen Person scheinen etwas zu haben, was als weibliches Schwanken beschrieben wird.
Das Füllmaterial zeigt auch, dass der oder die Verdächtige einen markanten Gang hat, der auf eine Art von Verletzung hinweist, die das rechte Bein oder den rechten Fuß betrifft. Digga, diese Aufnahmen sind so creepy. Trotz der Veröffentlichung der Aufnahmen und der Hinweise scheint niemand den Unbekannten zu kennen. Die Polizei veröffentlicht bald darauf die Überwachungsaufnahmen des SWFA Outdoor-Ladens. Die Polizei geht davon aus, dass der unbekannte Fahrer entweder der Täter oder ein potenziell wichtiger Zeuge sein könnte. Aber auch auf diesen öffentlichen Aufruf meldet sich niemand, der das Auto kennt oder selbst gefahren ist. Im Internet liest man öfters folgende Theorie. Es könnte sein, dass der Täter bereits vor 2 Uhr morgens an der Kirche war und die Kirchenfenster zertrümmert hat. Anschließend ist er auf den nahegelegenen Parkplatz des SWFA-Ladens gefahren, um zu beobachten, ob durch die kaputten Scheiben ein stiller Alarm ausgelöst und die Polizei alarmiert wird. Als das nicht passiert, zieht er sich dort die SWAT-Ausrüstung an und kehrt zur Kirche zurück, mit der Sicherheit, sich dort frei bewegen zu können. Eine andere Theorie ist die, dass der Mörder einen Komplizen hatte und die beiden über Walkie-Talkies miteinander geredet haben, um nicht ihre Handys nutzen zu müssen, da man das hätte nachverfolgen können. Auf dem Parkplatz könnte der Komplize ausgetestet haben, wie weit die Reichweite der Walkie-Talkies ist. Bald darauf wird noch eine weitere Aufnahme veröffentlicht. Sie zeigt einen dunklen Geländewagen, der gegen 4.30 Uhr in der Tat nach dem Kirchenparkplatz verlässt. Doch auch darauf meldet sich niemand. Es gibt keine Zeugen oder Menschen, die irgendwelche Anhaltspunkte geben können. Niemand scheint den Täter zu kennen oder etwas von der Tat mitbekommen zu haben. Zu diesem Zeitpunkt gehen die Ermittler mittlerweile davon aus, dass Missy kein zufälliges Opfer war, sondern der Täter gezielt auf sie gewartet hat, um sie zu töten. Ich sag auch safe, das war ein geplanter Mord mäßig. Safe. Es wird vermutet, dass er den Vorfall wie einen missglückten Einbruch aussehen lassen wollte, um von seinen eigentlichen Motiven abzulenken. Ein Einbruch wird von der Polizei aber als völlig unwahrscheinlich erachtet. Wie bereits erwähnt, wurde nichts gestohlen und ein solch brutaler Mord passt nicht zu einem Einbrecher, der bei seinen Taten überrascht wird. Die Brutalität, mit der Missy ermordet wurde, deutet eher auf ein persönliches Motiv und einen gezielten Mord hin. Angesichts dieser Entwicklung wird das FBI eingeschaltet und das Umfeld von Missy genauer untersucht. Wollte ich gerade sagen, Levin, was will man in der Kirche stehlen? Okay, da gibt es manchmal so Gold-Dinger, wie man die nennt, aber was denn sonst? Die wollte gezielt dorthin gehen, oder die Person wollte gezielt dorthin gehen, weil sie wusste, dass die Frau da einen Kurs macht. Man findet heraus, dass Missy eine Waffe besaß, die sie oft in ihrem Auto aufbewahrt hat. So auch am Tag ihres Todes. Da sie die Pistole aber nicht mit sich führte, kann man davon ausgehen, dass sie nichts von der Gefahr in der Kirche ahnte. Jetzt denkt ihr euch wahrscheinlich, wieso auch? Wie könnte sie wissen, dass irgendetwas nicht stimmt? Der Manager von Missys Fitnessstudio, Mark Garcia, sagt bei einem Interview, dass sich Missy in den Wochen vor ihrem Tod anders verhalten habe. Eigentlich hat sie sich mit allen im Studio sehr gut verstanden. Ich denke nicht, dass sie am falschen Ort zur falschen Zeit war. Ich hab das Gefühl, dass jemand hinter ihr her war. Krass. Plötzlich wollte sie aber von einem auf den anderen Tag nicht mehr ins Fitnessstudio gehen. Mark Garcia denkt, dass der Täter es gezielt auf Missy abgesehen hat. Safe. Möglicherweise hat jemand im Studio Missy belästigt oder sie gestalkt. Mehr ist zu dieser Spur aber leider nicht bekannt. Missys Ehemann Brandon behauptet, dass seine Frau keine Feinde hatte und von allen gemocht wurde. Ihre Ehe sei zudem sehr glücklich gewesen. Allerdings ergeben weitere Ermittlungen ein ganz anderes Bild. Hat jemand eine Zusammenfassung für die Jungs, die hier waren oder die hier sind? Oh, ich kann es kurz machen. Die Frau ist Fitnesstrainerin, wollte einen Kurs machen um 5 Uhr morgens in der Kirche, ist in die Kirche gegangen, hat es auf Facebook gepostet. Und dann war vor ihr eine Einbrecherin drin und dann wurde sie totgefunden. Das war's eigentlich. Bekannte geben an, dass es schon länger Spannungen zwischen den beiden gegeben habe und dass sie mit zunehmenden finanziellen Problemen zu kämpfen hatten. Angeblich soll Brandon sie mehrmals betrogen haben, was er jedoch abstreitet. Nach der Auswertung von Missys Handydaten wird eine Liste mit 7 Namen veröffentlicht. Die Polizei hat diese 7 Namen aufgrund...
Wir haben noch ein bisschen kurz Werbung, noch 10 Sekunden, 15 Sekunden, weiß ich noch. Sag mir, wenn die Letzten da auch ihre Werbung fertig haben. Chaos Army, ich küsse dein Herz, Brudi. Finito? Jalla. Grund von Missys Chat- und Anrufprotokollen vermerkt. Wahrscheinlich, weil es die Personen sind, mit denen sie zuletzt oder am meisten Kontakt hatte. Neben ihrem Mann und ihren Schwiegereltern sind auf der Liste zum Beispiel einer von Missys Schülern und seine Frau. Nein, oder? Laut dem Mann hatte Missy nur zu ihm Kontakt. Es könnte also sein, dass sie sich im Chat über seine Frau unterhalten haben und so auch ihr Name auf der Liste gelandet ist, obwohl Missy zu ihr gar keinen direkten Kontakt hatte. Der Mann selbst gibt an, nicht zu wissen, warum der Name seiner... Elion, hör auf zu triggern. Wenn Werbung ist, schreiben immer 4-5 Leute hier rein, ist Werbung. Hör auf damit. Respektiere doch, Bruder. Ich warte wenigstens auf alle und du schreibst hier sowas rein. Lass das, Digga. Bitte. ...einer Frau auf der Liste steht. Des Weiteren findet man auf der Liste einen gewissen Kevin Cousin und dessen Frau Michelle. Es muss eine... Oh. Die Rechte von der Statur her? Kevin ist an Kampfsport und Fitness interessiert und seine Tochter ist mit einer von Missys Töchtern befreundet, wodurch Kevin und Missy auch in Kontakt kamen. Durch Missys Handydaten erfahren die Ermittler, dass Kevin und Missy eine Zeit lang eine Affäre hatten. Da haben wir's. Brandon, Missys Ehemann, wusste angeblich von dieser Affäre und erklärte, dass er und Missy sich Hilfe und Beratung bei einem Pastor in der Nähe gesucht haben. Während eines Interviews spricht Brandon über seine Ehe mit Missy und betont, dass sie in den letzten 10 Monaten sehr glücklich gewesen seien und dass Missy ihm seitdem jeden Tag ihre Liebe bekundete. Eine Freundin von Missy berichtet zudem, dass Missy ihr 3 Tage vor ihrem Tod bei einem Ausflug eine Nachricht gezeigt hat, die sie über LinkedIn erhalten hat. Die Nachricht stammt von einem Mann, der ihnen beiden unbekannt war und sei sehr gruselig und aufdringlich gewesen. Die Freundin kann sich nicht mehr an den Namen des Mannes erinnern, aber den Ermittlern gelingt es bei der Analyse von Missys Handy herauszufinden, dass Missy mit einigen Leuten über LinkedIn geschrieben hat. Und soll das, Digga, Missy? Andere mit einem gewissen Casey Williams. Die beiden tauschten intime Nachrichten aus und flirteten miteinander. Die Nachrichten der beiden wurden auf beiden Handys nach dem Lesen sofort gelöscht. Durch Missys Chatverläufe ergeben sich zwar einige neue Informationen, doch lässt sich dadurch niemand finden, den man mit der Tat in Verbindung bringen kann. Die Ermittler halten es dennoch für möglich, dass Missy von einem Stalker verfolgt wurde, der durch ihre aktive Präsenz in den sozialen Medien wusste, wo sie sich wann aufhielt. Wie schon gesagt, Missy postete viele Bilder und teilte oft ihren Standort mit ihren Followern. Der örtliche Polizeichef äußert sich bald darauf folgendermaßen zu dem Fall. Es muss eine Verbindung zwischen ihrem Tod und dem Menschen in ihrer Vergangenheit geben. Diese Person wollte genau das tun, was sie getan hat und wusste genau, wen sie dort ermordete. Ich sag auch genauso, ja. Brandon, der anfangs noch davon ausging, dass seine Frau ein zufälliges Opfer war, sagt nun, wer auch immer diese Person war, er kannte meine Frau und hatte ein Motiv. Daran gibt es keinen Zweifel. Digga, diese Sounds sind die schlimmsten von allen. Obwohl sich niemand bei der Polizei meldet, der den vermeintlichen Täter zu kennen glaubt, Jamie, du hast mich geknallt damit. Stehen dennoch verschiedene Theorien über den Mörder. Die Polizei betont extra, dass sie niemanden aus Missys familiärem Umfeld verdächtigen. In den sozialen Medien wird trotzdem besonders eine Person ins Visier genommen. Missys Schwiegervater Randy. 4 Tage nach dem Mord bringt Randy ein blutiges Hemd in eine Reinigung. Er behauptet gegenüber den Angestellten, dass es sich um Hundeblut handelt. Die Mitarbeiter des Reinigungssalons alarmieren daraufhin die Polizei. Boah. Statur her? Größe, glaube ich? Oh mein Gott. Und es wird ein Haftbefehl gegen Randy ausgestellt.
Er und seine Familie beteuern aber, dass das Blut vom Kampf des Familien-Chihuahuas mit einem anderen Hund stammt. Schließlich bestätigen Blutanalysen, dass Randy die Wahrheit gesagt hat und dass das Blut tatsächlich von einem Hund stammt. Für die Polizei ist Randy somit nicht mehr verdächtig. Doch in den nächsten Monaten werden die Stimmen der Hobbydetektive und der breiten Masse des Internets lauter, dass er vielleicht doch der Täter ist. Das liegt vor allem an seiner Körperhaltung und seiner Art zu gehen. Er geht, oh mein Gott, geht leicht gebeugt und hat aufgrund einer... Oder oh mein Gott! Oh mein Gott! What the fuck, Digga? Lauter, dass er vielleicht doch der Täter ist. Digga, das sah einfach 1:1 aus. Das liegt vor allem an seiner Körperhaltung und seiner Art zu gehen. Er geht leicht gebeugt und hat aufgrund einer Operation Digga. Nein, Bruder. Probleme mit seinem rechten Bein, wodurch sein Fuß leicht nach außen zeigt. Bruder, also, das sieht ja wirklich geisteskrank so aus. Vergleicht man Videos, auf denen er läuft, mit den Aufnahmen des Mörders aus der Kirche, meinen einige darin eine starke Ähnlichkeit zu erkennen. Bruder, aber what the fuck, 100%. Brandon verteidigt seinen Vater und behauptet, dass Randy in Kalifornien gewesen sei und er selbst bei einem Angelausflug in Mississippi. Nein. Letzteres belegt er unter anderem durch einige Fotos auf Social Media. Kann man immer faken. Die Polizei bestätigt schlussendlich die Alibis beider Männer. Was? Aber das überzeugt die Menschen im Internet nicht. Ich schwöre mich auch nicht. Sie sind davon überzeugt, dass Brandon und Randy gemeinsam für Missys Tod verantwortlich sind und von ihrer Familie geschützt werden. Einer der Gründe dafür ist ein Interview, das Brandon direkt nach dem Tod seiner Frau gegeben hat. Noch während Brandon auf dem Rückweg aus Mississippi ist, versammeln sich zahlreiche Reporter vor seinem Haus. 15 Minuten nach seinem Eintreffen spricht Brandon mit einem von ihnen und wirkt dabei auf viele Leute gefühllos und kalt. Andere wiederum sind überzeugt davon, dass Brandon sich nur versucht zusammenzureißen und einfach geschockt ist. Er sei von den Reportern belagert worden und habe einfach seine Ruhe haben wollen. Am nächsten Tag wird Brandon erneut von Reportern abgefangen und sagt dabei ganz klar, dass er keine Interviews mehr geben möchte. Während des Verbrechens hat sich Brandon, wie angegeben, auf einem Angeltrip mit seinem Boah, stell mal vor, die haben sich wirklich auf dem Parkplatz dieses Zeichen gegeben. Lichthupe und sowas, einfach die beiden. Wow. Bruder befunden. Brandon wurde direkt, nachdem Missy aufgefunden wurde, wurde von einem ihrer Schüler angerufen und informiert. Randy und Brandon erhalten jeden Kontext, danke, dass du da warst, Brody. Tag Hassnachrichten. Und auch Missys Töchter werden angeschrieben. So berichtet ihre Tochter Hannah beispielsweise, ich habe von Leuten auf Facebook Nachrichten bekommen, die sagten, dein Vater hat das getan. Dein Vater hat deine Mutter umgebracht. Mein Vater hat meine Mutter geliebt und ich weiß das zu 100%. Missys Familie bestätigt außerdem, dass Missys und Brandons Ehe sehr glücklich gewesen ist und dass sie auch ein sehr enges und gutes Verhältnis zu ihren Schwiegereltern hatte. Boah, ist das geisteskrank. Neben Randy und Brandon gibt es aber noch weitere Verdächtige. Boah. So gibt es auf Facebook ein Foto von Missy aus dem Jahr 2015. Auf diesem Foto befindet sich April Sandoval, eine alleinerziehende Mutter von zwei Kindern. Sie hat eine ähnliche Statur wie die Person auf den Überwachungsaufnahmen. April hat ein paar Mal die Fitnesskurse von Missy besucht, verletzte sich aber einige Monate vor dem Mord an ihrem rechten Fuß. April hat eine Ausbildung beim Militär angefangen. Außerdem war sie bereits durch einen gefälschten Check Polizei bekannt. April hat auch zum Zeitpunkt des Mordes eine Versicherung für einen Nissan Altima. Das ist das Auto, was auf dem Parkplatz gesehen wurde. April erklärt, dass das Auto ihrer Mutter gehöre und ein anderes Modell sei als das auf den Aufnahmen. Die Polizei verdächtigt sie zunächst nicht. Doch durch den Druck der Bevölkerung, die sie als sehr verdächtig wahrnimmt, wird sie schließlich doch verhört und muss demonstrieren, wie sie läuft. Brandon hatte zuvor bei einem Interview erzählt, dass er noch mehr Überwachungsaufnahmen aus der Kirche gesehen hat. Ich küsse dein Herz, mein Bruder. Danke für deine Nachricht. Habibi. ...gesehen hat, als der Öffentlichkeit bekannt sind und dass er sich zu 100% sicher ist, dass die unbekannte Person weiblich ist. Was ihn genau zu dieser Annahme bringt, sagt er allerdings nicht. Doch zumindest April Sandoval scheint unschuldig zu sein.
Laut den Ermittlern habe bei ihrem Verhör nichts auf sie als Täterin hingedeutet. In den Monaten nach der Tat gehen über 1500 Hinweise bei der Polizei ein und im Internet werden zahlreiche Spekulationen aufgestellt. Dennoch verlaufen alle Spuren im Sande und es findet sich kein Verdächtiger. Das ändert sich jedoch im Juni 2017, als Bobby Wayne Henry in den Fokus der Ermittler rückt. Bobby stammt aus Dallas in Texas und ist bei seinem Vater Robert, seiner Mutter Joyce und seiner Schwester Susan aufgewachsen. Als er 8 Jahre alt ist, lassen sich seine Eltern scheiden und sein Vater heiratet eine andere Frau. Doyle Judkins, ein ehemaliger Schulfreund von Bobby, sagt später aus, dass Bobby mal erzählt habe, dass seine Schwester sexuell missbraucht wurde und er sie gerettet habe. Doyle sei das komisch vorgekommen. Ab denn, mein Bruder, danke, dass du hier warst, Habibi. Dass Susan kaum das Haus verließ und Bobby immer zu Hause auf sie aufpassen sollte. Das Verhältnis zwischen ihm und seiner Schwester sei ihm immer etwas seltsam vorgekommen. Bobby habe außerdem gerne Lügengeschichten erzählt. Aufgrund dieser Aussage stellen einige die steile Mutmaßung auf, dass Bobby vielleicht selbst seine Schwester sexuell missbraucht hat. Doyle gibt an, Bobby habe während seiner Zeit an der Highschool gerne auf Partys gefeiert und sei dort oft aufdringlich gegenüber Frauen gewesen. Er habe selten ein Nein akzeptiert und nur aufgehört, wenn jemand anderes eingegriffen habe. Später ging Bobby zum Militär und wurde schließlich Polizist. Doyle berichtet von einem Vorfall im Jahr 1982, als er und Bobby zusammen auf Hasenjagd waren. Nach der Jagd, als sie zum Auto zurückkehrten, schoss Bobby ihm plötzlich ins Bein. Er behauptete, er habe auf einen Hasen schießen wollen, der direkt neben Doyle gewesen sein soll. Allerdings konnte Doyle keinen Hasen sehen und fand es merkwürdig, dass Bobby, der durch seinen Beruf erfahren im Umgang mit Schusswaffen war, auf so kurze Distanz daneben geschossen und ihn ins Bein getroffen hatte. Doyle versorgte seine Wunde selbst und forderte Bobby auf, schnell zum nächsten Haus zu laufen, um den Rettungsdienst zu verständigen, da zu diesem Zeitpunkt noch niemand ein Handy hatte. Allerdings konnte Bobby den Wagen nicht zum Laufen bringen, was Doyle seltsam fand. Er forderte Bobby schließlich auf, loszulaufen und Hilfe zu holen. Aber anstatt zur Straße zu laufen, lief Bobby ins Feld, wo er bald darauf einen Bauern traf. Gemeinsam mit dem Bauern lief er zu dessen Haus, um von dort aus Hilfe zu rufen. Dadurch, dass das alles so lange gedauert hat, verlor Doyle viel Blut und wurde schließlich leblos ins Krankenhaus eingeliefert. Glücklicherweise konnte er wiederbelebt werden. Die Verletzung führte jedoch dazu, dass Doyle seinen Job bei den Marines verlor und lange Zeit starke Schmerzen beim Laufen hatte. Anfangs glaubte Doyle Bobby, dass der Vorfall ein tragischer Unfall gewesen sei. Doch im Laufe der Jahre hegte er Zweifel daran. Diese Zweifel wurden einige Jahre später noch verstärkt. 1999 wird Bobby suspendiert, nachdem er eine Frau sexuell belästigt hat. Zuvor wurde er bereits von Pam, Doyles Ex-Frau, angezeigt, die ebenfalls aussagt, von Bobby missbraucht und anschließend erpresst worden zu sein. Später traut sich seine Stiefmutter Sue auszusagen, dass auch sie zweimal von Bobby missbraucht wurde. Er habe sie dabei mit Handschellen gefesselt und... Olem, wie sass laufen die alle? Sajid alaikum salam. Einfach alle laufen so. ...worden zu sein. Später traut sich seine Stiefmutter Sue auszusagen, dass auch sie zweimal von Bobby missbraucht wurde. Ja, genauso mit seinem rechten Fuß. ...missbraucht wurde. Er habe sie dabei mit Handschellen gefesselt Digga. Und mit einer Pistole bedroht. Dadurch, dass er als Polizist arbeitete, traute sie sich nicht, ihn anzuzeigen. Außerdem war sie mit Bobbys Vater verheiratet und dieser hat seinen Sohn stets unterstützt. Diese Vorfälle überzeugen Doyle schließlich in seiner Theorie, dass Bobby damals ab... Ich wollte auch gerade sagen, er läuft doch ein bisschen anders. ...sichtlich auf ihn geschossen hat. Er beschreibt ihn... Er läuft ein bisschen anders, muss ich auch sagen. ...als notorischer Lügner, der immer wieder Geschichten erfand, aus denen er als Held hervorging. Nach seiner Suspendierung beginnt Bobby als Wachmann in einem Krankenhaus zu arbeiten, wird aber bereits nach kurzer Zeit entlassen. Der Grund dafür ist nicht bekannt. Bobby selbst erzählt verschiedenen Leuten unterschiedliche Gründe für seine Kündigung. Sie sind alle unterschiedlich, aber haben alle eins gemeinsam. Bobby hat etwas Heldenhaftes getan. So erzählt er beispielsweise, dass er nur entlassen wurde, da er eine große Prügelei aufgelöst hat und dabei wohl etwas zu grob gewesen sei. Ich sag auch der Stiefvater-Chat, ich sag euch ehrlich.
Anderen erzählt er, dass seine Freundin und er ein Baby adoptiert hätten und er gekündigt habe, um sich um sein Kind zu kümmern. Tatsächlich stimmt es, dass Bobby mit seiner Partnerin ein Kind adoptiert hat. Der lasst, was geht, moin. Doch mit der Kündigung hat das nichts zu tun. Aus seiner Polizeizeit besitzt Bobby noch seine alte SWAT-Ausrüstung. Er besitzt zudem ein ähnliches Auto wie das auf den Überwachungsaufnahmen des Kirchenparkplatzes. Schwiegervater. Es gibt Leute, die sagen, dass Bobby auch mehrmals Gottesdienste der Midlothian Creekside Church of Christ besucht hat. Er selbst streitet das aber ab. Das alles fällt kurz nach Missys Tod auf. Bobby arbeitet mittlerweile bei einer anderen Kirche als Sicherheitsbeamter. 2 Tage nach Missys Tod findet in der Midlothian Creekside Church of Christ ein Gedenkengottesdienst statt. Da der Kirche Sicherheitsbeamte fehlen, werden Bobby und einer seiner Kollegen angefragt, bei dem Gedenkgottesdienst auszuhelfen. Dabei entsteht ein Video, bei dem Bobby über den Parkplatz der Kirche geht. Sein markanter Gang gleicht stark dem des Täters. Finde ich nicht so, also ja, ist okay. Dadurch gerät er in das Visier der Ermittler. Und auch zahlreiche Anwohner, die das Video gesehen haben, sind... Voll, Digga, könnte, ja. ...sind davon über... Und auch zahlreiche Anwohner, die das Video gesehen haben, sind davon überzeugt. Nee, Mann, ich finde nicht so. Zeugt, dass Bobby der Täter ist. Finde ich auch nicht. Ist. Bobby hat allerdings ein Alibi und besteht alle Lügendetektoren. Ich sag auch nicht er. Tests. Er gibt an, zur Tatzeit zu Hause gewesen zu sein und das Baby gefüttert zu haben, während seine Freundin sich für die Arbeit fertig gemacht haben. Bei einer Durchsuchung wird Bobbys Computer beschlagnahmt und untersucht. Darauf finden die Ermittler zahlreiche Kinderpornos. Das ist besonders tragisch in Anbetracht der Tatsache, dass er nur wenige Monate zuvor mit seiner Partnerin ein Baby adoptiert hat. Nein. Nein, Digga, bitte nicht. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Er hat ein Baby sogar adoptiert, Digga. Oh nein. Nein, 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 nein. Ich kann das nicht. Weitere Hinweise darauf, dass er etwas mit Missys Tod zu tun hat, gibt es allerdings nicht. Weswegen die Verdächtigungen gegen ihn wieder fallen gelassen werden. So ein Huren. Aufgrund der Kinderpornos verbringt Bobby 70 Tage im Gefängnis, bis eine Jury verkündet, dass keine Anklage gegen ihn erhoben wird. Wegen Kinder 70 Tage nur. Bobby hatte zuvor gesagt, dass man ihm nicht nachweisen könne, dass die Videos von ihm heruntergeladen wurden, Mann, ey. Da auch seine Frau oder andere Personen seinen Computer hätten nutzen können. Und das ist auch der Grund, warum er nicht verurteilt wurde. Damit sind die Ermittler aber wieder am Anfang gewesen. Sie haben keinen Tatverdächtigen. Sie haben nicht mal einen... Ich sage Stiefvater und er wurde von der Familie gedeckt. Das sag ich. ...Ansatz, wer die 45-jährige Frau ermordet haben könnte. Mein Call. Eine Möglichkeit wäre auch die, dass Missy doch ein zufälliges Opfer gewesen ist. Nein, Mann. Die Kirche ist direkt am Highway gelegen, wodurch der Täter schnell wieder verschwinden konnte und eventuell gar nicht aus der Gegend stammt. Doch wie hätte ein völlig Fremder ahnen können, dass Missy so früh am Morgen allein in der Kirche sein würde? Das würde eigentlich voraussetzen, dass die Person Missys Social Media Accounts gekannt hat und das wiederum würde sie nicht mehr zu einem zufälligen Opfer machen. Das ist auch mein Call. Was denkt ihr darüber? Welche Theorie haltet ihr für am wahrscheinlichsten? Also ich sage... Ich bin sehr gespannt auf eure Kommentare. Der Mord an Missy Beavers bleibt bis heute ungelöst. Krass. Ursprünglich hat es eine Belohnung von $10.000 für Informationen, die zur Ergreifung des Täters führen, gegeben. Mittlerweile ist die Belohnung auf $150.000 angestiegen. Krank. Okay, meine lieben Freunde. Eieieiei. Ich hoffe mal, jetzt habt ihr mal gesehen, ich glaube, viele sind diesmal heute drinnen geblieben bei Insolito und ich hoffe, ihr habt mal gemerkt, wie geil Insolito Bock macht. Oder generell war es heute ein sehr, sehr geiles Stream. Nee, heute keine Folge mehr.